Zum Angriff. Bam. Hat das gesehen, wie er hochgesprungen ist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stonehearth. Und zu meinen Siedlern, die sich hier gemütlich am Lagerfeuer machen. Das Lagerfeuer werde ich jetzt mal hier hinsetzen. Macht mehr Sinn. Wie sieht es aus? Ihr habt hier schon mal gegraben, wie blöd. Das ist auch schön. Ich werde euch gerne weitergraben lassen, denn ich brauche weiterhin Clay und ich brauche auch weiterhin Eisen und so Zeugs. Und deswegen machen die jetzt hier einfach erstmal weiter. Genau, dann wollte ich bei meiner Wall weiterbauen. Ich hatte zwar gesagt, ich mache das offscreen, aber ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich finde immer, ich mache was offscreen, meist auch nicht. Und zwar zack, 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 zack. Und hier unten jeweils ein Entfernen. Weiß nicht ganz, ob das so passt. Von der Höhe sind sie gleich. Ich habe hier 1, 2, 3 und dann auf Höhe des Bodens habe ich 4. Dann habe ich 4, dann habe ich nochmal 4. Dann habe ich 3. Dann habe ich 3. Dann habe ich 6. Aha. Kein Kommentar dazu, bitte. Okay, wunderbar. Wunderbar, das gefällt mir schon mal relativ gut, muss ich sagen. Ich werde es tatsächlich offen lassen hier vorne, weil vielleicht machen wir da irgendwann einen Durchgang noch rein oder sowas. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich brauche irgendwo noch ein Tor, Eingangstor. Hier ist schon wieder los. Schon wieder? Alter. Aus dem Fenster geklickt und schon ist man auf dem Desktop. So ein Mist. So. Hier war, glaube ich, der Zombie. Und hier ist auch Wicked Fire Pit. Was ist denn das für ein Shit? What makes it green? Den Goblin werde ich jetzt, also das nächste Mal werde ich den echt verärgern, das sage ich euch. Der geht mir voll auf den Zeiger. Das Problem ist, man muss halt wirklich irgendwie die Balance halten zwischen Lebensmittel und zwischen Worker, ja, weil ich würde am liebsten eigentlich einen von denen, wahrscheinlich, der macht wahrscheinlich einen Kultist, den machen wir denn am besten? Federleicht. Federleicht heißt, er ist ein bisschen schneller, oder? Wird faster. Ich würde ganz gerne, ich hätte noch gerne noch einen weiteren Angreifer. Guck mal. Wieso ist... Alter, ist schon wieder Enemies Invaders approaching. Uno momento. Wo sind denn meine Kämpfer? Und dann nur die kleinen Steins, die sind erstmal egal. Oh, yay! Another Trader approaches. Nein, a Trader approaches time. Nein. Roren Chani. Wir schauen mal, was haben wir denn schon? Rettich, Brokkoli, Birne. Wir nehmen, pass mal auf. Roren Chani wird die Pastinake. So. Roren Chani wird die Pastinake. Kann ich auch einen Job wieder aufgeben? Passionate Potter. Er ist eigentlich Crafter, aber er ist Potter. Das heißt, ich würde ganz gerne den vielleicht wieder zum normalen Worker demoten. Würde Pastinake zum Potter promoten. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Dann habe ich 5 Leute hier unten. Was auch keinen Sinn macht, ist zum Beispiel Karotte. Karotte hat nur 2 Leben, oder? Mind ist das, okay. Body. 3. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn einer von denen hier zum Beispiel. Macht wahrscheinlich viel mehr Sinn. Meine Kämpfe sind generell ziemlich schwach. Hothead. Pass auf, dann würde ich ihn auch mal wieder zurück. Ich weiß, der ist Stufe 2, aber das hilft mir alles nichts. So, Birne, du wirst jetzt nochmal. Attacker. Und, warte mal, ich hatte, nee, wen hatte ich denn? Ich habe es wieder vergessen. Kohl und Banane, glaube ich.
Kohl und Banane. Nee, wer war denn mein zweiter Footman? Brokkoli? Karotte. In Anbetracht dessen, ja, dass ich vielleicht die Goblins jetzt irgendwie in die Flucht schlagen möchte, würde ich sagen, Alter, was ist denn hier los? Eisen. Da ist ja Eisen wie blöd und der war auch Kupfer. Oh, voll geil. Voll geil. Und auch guckt mal an, wie viel Eisen ich hier habe. Alter Schwede. Alter Schwede, es macht natürlich auch gar keinen Sinn, dass ich hier Eisen sammle. Das macht überhaupt keinen Sinn, hier macht nur Stein Sinn. Ich brauche erstmal Blacksmith dann. Alter, kann ich den schon bauen? Nein, weil ich noch keinen habe. Haha, haha, sehr gut. Sehr gut. Dafür dürft ihr langsam aber sicher mal hier das weiterbauen. Das ist eh schon fertig. Da geht es eh nur noch darum, das Ganze hinzubauen. Und ich wollte hier eigentlich weitermachen. Meine Güte. Und zwar, ich brauche einen Boden. Einen möchte ich gerne hier unten im Floor haben. Wobei das eigentlich relativ egal ist, ja, dass ich davon Floor habe. Ich mache nur einen, damit ich einen habe. So. Zweiten Floor machen wir. Nee. Ich würde den in Winterhazel haben wollen. Hallo? Wieso kriege ich das nicht hin? Oh, wisst ihr was, ey? Das ist mir jetzt zu blöd. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Dann mache ich es halt manuell, ja, weil... wenn es nicht funktioniert. Okay, so, das würde jetzt bedeuten, wir haben jetzt immer wieder so Zinnen hier, so. Okay, vielleicht muss ich doch hier nochmal unter Winterhazel machen. Ja, mit Raffia machen. Ja, und zwar den Außenbereich mache ich nochmal mit Raffia. Ich weiß, es ist alles relativ viel Planung jetzt, was ich hier mache, aber ich bin natürlich hier. Dem hier, genau, mit Fawn. Ich habe es ja in der anderen Zeit schon mal gesagt, ich mache das hier alles spontan, ja. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein Design, wo ich sage, hey, so mache ich das, das habe ich jetzt im Kopf, sondern ich mache das alles hier wirklich manuell. Und, ach, willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Geht das nicht? Hätte ich es wirklich erst so machen müssen? Bin ich ein Trottel? Wahrscheinlich bin ich ein Trottel. Pass mal auf. Dann probiere ich jetzt nochmal was anderes. Ich lasse es einfach mal stehen. Wir machen hier erstmal 14 mal... Was ist das? Das ist 14 mal 6, glaube ich. Wir machen jetzt einfach mal 14... Wir haben 6 in der Mitte. Wir haben 5 in der Mitte. Ich habe 14 mal 7. Komm, wir machen das einfach mal. 14 mal 7. Dann sage ich hier, mach eine Wall. Naja, gut, das Problem ist halt, er macht das halt hier komplett außenrum. Ich möchte aber dazwischen keine Walls haben. Außer ich mache einzelne Abschnitte mit Türen. Was natürlich noch aufwendiger wird. Alter. Ich hoffe, ich kann irgendwie... Ich kann das irgendwie rausreißen hier. Nee, kann ich nicht. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch echt scheiße so. Das ist doch tatsächlich mega scheiße. So wollte ich das eigentlich nicht haben. Okay. Na gut, dann hilft's nichts. Dann muss ich das irgendwie manuell mal machen. Wieder mal. Wieder einmal. Das ist bescheuert. Das ist echt bescheuert. Das ist wirklich bescheuert. Wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Ich weiß es nicht. Goblin Returns Meganonymously. Good News. Ogre Skull Bonker, Chief of Chiefs to be, call us back to him. Time to go home. If you're lucky, we may be back to visit soon. Thank goodness.
Okay. Und jetzt ganz ab? Reißen die ihre Zelte auch wieder ab? Wo war denn der eigentlich? Ach, der war vorne. Ach, die reißen. Ach, das ist dynamisch. Das ist komplett dynamisch. Die verschwinden dann auch wieder. Oh, okay. Oh, verstehe. Und der hier, der bleibt da. Giant Zombie. Okay. Ja, das wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Aber schön, dann ist der zumindest mal weg. Jetzt sind wir da zumindest mal safe. Also in Anbetracht der Tatsache, ja, dass ich mich hier zu blöd anstelle und dass das manuell vielleicht doch nicht so cool ist, werde ich das Ganze vielleicht, in Anführungszeichen, vielleicht doch mit den Foundations irgendwie planen. Pass mal auf, ich mache das jetzt doch nochmal. 14 mal 7. Okay, 14 mal 7. Ich muss nämlich Freestanding Walls nehmen. Das ist nämlich der springende Punkt. Ja, das ist das Ding. Ich darf keinen kompletten Raum bauen. Okay, hervorragend. Hervorragend. Das heißt, wir machen dann darauf nochmal Walls. Und zwar... kann ich die nicht höher designen? Ah, das nervt mich irgendwie immer. Das ist immer irgendwie finde ich es halt nicht ganz so prickelnd, wie ich mir das gedacht habe, ja. Aber wir machen es jetzt mal so, dass es relativ einfach gehalten ist, ja. So, okay. Jetzt sind wir nämlich genau auf der Höhe auch. Und den Rest muss ich halt jetzt wieder manuell machen. Das ist halt so. Das ist halt so. Richtig. Oh Mann. Aber ich muss das tatsächlich so machen, weil ich möchte da auch Fenster drin haben. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich das... Brauche ich da überhaupt Fenster drin? Das fällt mir gerade überhaupt ein. Macht das überhaupt Sinn, wenn ich Fenster habe? Innen vielleicht. Aus Dekogründen. Ich weiß es nicht. Wir machen das jetzt einfach mal so fertig. Gelumpe da. Jetzt schon wieder total genervt, ja, weil das nicht so hinhaut, wie ich mir das denke. Nein, ich möchte nicht die Kalim haben, ich möchte das hier haben. Ich möchte 3. 3, 2, 1. So, okay. Passt. Dann haben wir 3, dann haben wir 3, dann haben wir 6. Aha. Dann haben wir... Alter, wenn das auf gleicher Höhe ist, ja, dann flippt immer völlig aus. Es gibt übrigens jetzt, habe ich gesehen, ein Roadmap von den Entwicklern. Relativ cool, grafisch Design, sieht ähnlich aus wie die Roadmap bei Starbound damals. Falls die jemand noch kennt. Die war auch so grafisch, wo der anklicken konnte und sowas. Allerdings haben sie es nur... ich weiß gar nicht, ob es zum Anklicken ist oder ob es nur im Video zu sehen ist. Pastinake, Chief Potter Level 2, ja. Schön Pastinake. Schon wieder mit einem Angreifen. Hier, was geht da ab? Zwei Wölfe gegen Goblin. Also das finde ich schon mal cool, dass sie sich gegenseitig angreifen. Das finde ich sehr cool. Übrigens, das Gebäude. Remove. Yes. Ding, 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 ding. Ich finde, der Sound ist so ein bisschen asiatisch angelegt. Angelehnt, nicht angelegt. Finde ich jetzt so spontan. Nicht, dass ich das nicht mögen würde. Keine Frage. Großer Fan von asiatischen Dingen. 4. Ist richtig? Nicht richtig. Ist schon wieder versemmelt, oder? Apropos versemmelt, ich musste heute übrigens die leidliche Erfahrung machen, dass man bei Kindern ab einem bestimmten Alter, so ab 2, tatsächlich extrem aufpassen muss. Alter, ein Goblin. 1, 2.
Stopp. Pause. Erstmal chillen und erstmal in das Dorf reingehen zum Verteidigen. So, jetzt aber. Zum Angriff. Bam. Hab das gesehen, wie er hochgesprungen ist. Hier. Jetzt aber hinterher. Jetzt aber hinterher. Den catchen wir uns noch. So. Nieder mit dem Goblin. Bam. Bam. So muss das sein. Genau so. Ist das Gebäude jetzt immer noch pausiert oder habe ich das jetzt in der Zwischenzeit? Continue, bitte. Und das bitte auch mal continue. Das können wir jetzt einfach mal weitermachen, weil wir haben jetzt genügend Zeugs. Town Alert Mode kann ich wieder wegmachen. Und stell schon wieder fest, die Folge ist wieder beendet. Es ist unglaublich, ja, wie schnell die Zeit einfach verfliegt. Alter, schon wieder? Mega gut. Schon wieder einbekommen, yay. Ich flipp aus. Flip voll aus, komm, wir bauen jetzt, bevor ich den aber jetzt umbenenne, das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich möchte jetzt nur mal die Wall hier fertig bauen. Mann. 6, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ich wollte noch sagen, man muss wirklich verdammt aufpassen, was man Kindern sagt, ja. Ich habe letztens irgendwas hab ich gesagt, ja. Oder irgendwas habe ich gemacht und habe es halt verbaselt, wie immer. Und sage halt so, oh Mann. Der Baba hat's versemmelt. Und, ja, und schon plappert das nach. Genau. So. Wunderbar. Dann würde ich sagen, soweit ist es erstmal in Ordnung. Ich bin noch nicht ganz fertig, ich weiß, aber ich mache das dann erst in der nächsten Folge, damit die Folgen nicht mehr so lang werden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Macht es gut, haut da rein. Ciao, ciao.